Film und schön, dass ihr am Start seid mit mir in München. Ihr habt es euch so sehr gewünscht, endlich mal hinten im Süden was. Hinten, unten, wie auch immer. Nicht lang schnacken, Döner-Tour heute angesagt. Wir testen die größten Dreckknaller in München. München leider auch etwas, ja, nicht so stark besetzt für die Größe, die München hat mit Dönern. Aber drei Knaller haben wir am Start hier in München. Wir sind alle drei Fetzen. Sendling-Spezial ist unsere erste Adresse. Der einzige von den dreien, wo wir schon mal waren. Aber die haben inzwischen auch ein Kalbs- bzw. Rinds-Selfmade-Spieß. Den habe ich damals nicht gegessen. Damals gab es nur Hähnchen. Der war auch sehr geil, aber der hier ist ein Banger. Kuss geht raus an guten Franklin, der mich hier nochmal mit Tipps ausgestattet hat. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Da ist er. Der gute Sendling Spezial. Sehr schön. Ja, da auch ein strammer Mann hier. Dein Stammdöner hier, oder was? Ja, klar, Arbeit ums Eck. Geil, das ist geiler Döner hier, ne? Ja, Mann, super gut, was, gut. Was sagst du zum Rindsdöner? Ich habe den noch nie gegessen. Würde ich empfehlen, auf jeden Fall. Okay, dann mach ich das mal. Kussi, Kuss. Wenn ihr hier reinkommt, oder das ist eine Dönerkategorie, ihr wisst, da kommt was Heftiges. Zum einen seht ihr bei jedem Spieß, dass was anderes ist. So, und ihr seht hier bei Anrichtungen so, dass Atmosphäre, hier ist irgendwie Magie drin in dem Döner. Hier, sowas hier, was das geil ist, ey. Ich kann mich auch daran erinnern, das war der erste Döner, den ich mit Hummus gegessen habe, aber den Hähnchen. War damals auch, hat gut geknallt. Das war der beste Hähnchen-Döner im Bereich Gemüsedöner. War so Gemüsedöner-mäßig, den ich bis dato gegessen habe. Also wirklich stark. Auch hier, ganz kleiner Laden, ne? Oh, hier sind noch ein paar Fotos, ey. Lukas, du alte Witte, doch, was ist hier los? Und natürlich nicht fehlen, der gute Franklin. Bester Mann. Zwei meiner Liebsten auf YouTube, tatsächlich. Dann geht's hier ganz easy. Hier gibt's natürlich noch Köstlichkeiten. Hier wird schön Brot gemacht gerade. Wenn ihr reinkommt in den Dönerladen und ihr seht sowas, wisst ihr gleich, da ist schon mal eine Stufe drauf. Die Arbeit macht sich nicht jeder. Hier brutzelt der Ofen. Hier sind die gebackenen Fladen. Hier kriegt ihr was Feines, Leute. Das könnte ich euch sagen, selbst wenn ich nicht hier gewesen bin. Hier wird gebacken, die Spieße, alles drum und dran. Hier gibt es was Geiles. Guck mal, ich störe hier schon sehr. Nervt hier ein bisschen die Leute. Es wird auch selbst eingelegt sein hier mit Sicherheit. Guckt euch hier den schönen Spieß an, der sieht schon mal sehr special aus. Was sind hier der Unterschied zwischen den beiden? Das Hähnchen, ja, mit Blaustein. Eine neue. Ah, aber vom Spieß her das gleiche? Das gleiche Hähnchen. Ah, okay. Und das andere ist auch hausgemacht, ne? Das ist alles hausgemacht. Alles hausgemacht, ne? Hähnchen ausgemacht, Karl hausgemacht. Hattet ihr den gefroren schon einmal? Nee, ne? Nee, ne? Alles hausgemacht. Alles frisch, ne? Was hast du hier rüber gemacht? Granatapassierung. Ah, karamellisiert das so ein bisschen, ne? Macht es dann saftiger. Stark. An alle Dönermänner. Gut, den probiere ich jetzt nicht, aber können wir mal versuchen. Oh, guck mal hier, ey, wie geil das aussieht. Und das hier hinten, was haben wir hier? Das ist Seitan. Seitan, ah. Das ist ganz vegetarisches. Ah, okay. Lauf für die Vegetarier hier, ja, was am Start. Falafel, frische Falafel ausgemacht. Okay, stark. Das Falafel. Ah, ich probiere mal hier eine Hälfte, ja? Kannst du nehmen? Stark. Geile, feine Kruste. Nur leichter Kumin-Touch. Zu viel ist auch nicht gut bei Falafel. Schön weich von innen. Ah, das habt ihr selbst gemacht, ne? Auch. Ausgemacht. Oh, stark. Ganz frisch. Stark, stark, stark. Ja, das ist noch was anderes als das, was ich vorhin gezeigt habe. Das ist noch was anderes hier. Das geile Brot hier, ey. Da kann ich mich reinlegen, du. Ah. Auch hausgemacht hier. Der wird es sein für mich heute, Leute. Überall eine Chance. Warum ist hier so die Fleischstücke größer als da? Da ist ja kleiner, weil der einfach größer ist. Nein, nein, nein. Da ist ein bisschen mehr Brust drin.
Bisschen mehr Brust mehr als in dem. Ja, wenn du so weiß siehst, ist mehr Brust. Ah, und bei dem ist weniger Brust. Mehr Keule. Ja, ja. Ach so, manche mögen den lieber, manche an. Den, ne? Genau. Dann werde ich erstmal einen den, vielleicht probiere ich auch noch einen von denen, aber erstmal den hier. Schau mal das an. Das sieht geil aus, ja. Ja? Also das nehme ich nur mit Zwiebeln und Tomaten. Genau, mach ich den. Ja. Soße drauf oder? Soße ohne. Ohne Soße. Ohne Soße. Nur Zwiebeln und Tomaten. Nur Zwiebeln und Tomaten, das war's. Ah, Kräuterbutter macht ihr, ne? Kräuterbutter, aber manche Leute wollen das nicht haben. Ah, nee, wir wollen das. Genau. Wir wollen das. Was für ein Teil von Kalb nehmt ihr da? Welches? Kalbbrust. Kalbbrust. Okay, stark. Ich mach ein bisschen Kalb-Oberschalau. Oberschalau. Okay. Wird kerniger denn, ne? Genau. Das ist nicht so fettig, nur fettig ist, sondern auch ein bisschen fleischig. Ja, okay. Wir probieren halt viel durch. Schön rosa noch. Oberschale, ja. Ah, das dunklere ist Oberschale, ja? Ja, Oberschale. Guck mal, das dunklere ist die Oberschale, genau. Leute. Das hellere ist die Brust vom Kalb. Siehst du das Fleisch, wie saftig ist? Ja, sehr saftig. Schöner Fettgehalt, Leute. Guck mal, wie das tropft. Das ist so saftig. Butter. Ja, wie Butter. Butterweich, wirklich. Machst so viel, wie du immer machst, ja? Nicht mehr oder so. Das langt. Das langt, ohne ja. Ganz, aber nicht zu viel, dann wird Geschmack verfälscht. Oregano? Nee, lieber nicht. Okay, Zitrone ein bisschen drauf. Zitrone würde ich drauf nehmen, ja. Zitrone nehme ich drauf. Super, dann nehme ich den, komme ich einmal rum und dann nehme ich ihn hier entgegen, ne? Und dann kommt noch einmal Fleisch hier drauf. Geruch vom Döner. Schon mal komplett krank. Selfmade, aber geht in die würzige Richtung, weil ich jetzt natürlich Gewürze oben drauf mache. Das habe Sumak und Chili. Knallt aber. Gerade ein Selfmade-Döner gegessen, der war gewürzt, relativ stark, hat aber nicht gepasst. Du merkst den Selfmade-Charakter alleine vom Biss, vom Fleisch. Schön fest im Biss. Was heißt schön fest? Ich muss euch das erklären. Zart ist natürlich geil, aber manche Teile vom Fleisch sind einfach ein bisschen härter. Brust hat er drin, schön fettig. Sehr riskant, aber wegen den Sehnen bei einem Döner. Desto mehr Brust, desto mehr Sehnen sind drin, schwer zu entfernen. Und Oberschale, recht kernig im Geschmack. Oh, diese feine Säure durch den Sumak. Außergewöhnliches Brot. Merkst diesen Butteranteil auch. Außergewöhnlich gute Röstung. Hart im Biss, unten gefühlt wie so Zwiebacken ein bisschen. Ganz leicht, aber nur am Boden, weil das halt im Ofen gewesen ist. Durchdringende Röstung. Diese Kategorie Brot hatte ich ein paar Mal, aber nicht oft. Und ganz leicht auch durch die Butter. Lieblichen Pfannkuchencharakter. Minimal, wenn du dich reinschmeckst. Gewürze schießen hinterher. Dieses Brot mit seiner Röstung. Ganz prägnant, aber geil. Denkt dran, früh beim Döner heißt würzig. Desto später ihr geht, gerade beim Selfmade-Spieß noch mehr, der von Fleisch lebt. Desto später, desto mehr geht das Fleisch noch mal vom Geschmack in Fokus. Die Gewürze dringen nach außen, nämlich beim Stecken dringt nach außen, so durch den Druck. Und bei der Innen sind weniger Gewürze. Hier habe ich jetzt recht würzig, aber es ist geil, Leute. Ist so ein Ding, wo die, sag ich mal, nicht Selfmade-Fraktion, die einfach einen normalen Döner wollen, was völlig legitim ist, sehr zufriedengestellt wird in diesem Moment. Aber die Selfmade-Fraktion auch, weil die was ganz Besonderes hat. Der Fuchs hat sogar Koriander drin. Wenn ich mich nicht ganz täusche, macht er mir Koriander rein. Passt geil. Aber Risiko. Wäre ich kein Korianderfreund, hätte er mich kaputt gemacht gerade. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr es nicht mögt. Bescheid sagen. Seht ihr die kleinen grünen Stellen? Durch den Glanz oben. Ihr seht das Butterfeeling. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, Traum, Traum. Unten wird es saftig. Unten wird es nochmal saftiger. Dieses ungebackene Feeling von innen. Sumak und Zitrone pushen sich. Gibt einen richtigen Säurekick. Eventuell Feedback, sonst direkt zu Döner Nummer 2. Django's. Ganz viel gehört, Leute. Es geht zu Django's. Glaube ich, Django's ist Nummer 2, ja. Klasse Döner, Leute. Oh. Esse ich noch, 3-Sekunden-Regel. Ich habe jetzt den Sermet nochmal am Start. Sermet, ich wollte dir nur kurzes Feedback geben. Für mich, du weißt, ich habe in ganz Deutschland Döner gegessen, die besten gegessen. Und für mich gehört euer Kalbsdöner zur Deutschland-Elite. Das wollte ich dir nur sagen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich gebe uns Mühe, wirklich. Also jeden Tag Mühe geben. Mehr. Hast du gemerkt, oder? Voll richtig saftig. Ich komm nochmal wieder, Leute, und ich teste auch den Hähnchen. Aber das wäre Schiebung, wenn ich mich hier zu voll fresse, wisst ihr? Geht zu Django's jetzt. Ich komm nochmal wieder. So, ich habe schon Ausschau gehalten. Ich frage mich immer, wenn es so geile Döner gibt, wie sowas an der Ecke überleben kann. Aber wer weiß, wie lange es den da schon gibt. So ein Standarddöner halt einfach, ne? Aber der hier soll absolut zerstören. Viel von gehört, jetzt bin ich hier.
Hier schön in der Seitenstreet. Hier ist er. Da geht's rein. Da ist das Glory Hole, oder wie sagt man hier nochmal? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Nee, das war was anderes. Hier ist der Eingang, ich stehe direkt im Eingang. Klein, aber fein. Ja, der sagt schon der Kollege, geil. Guck mal hier, die machen auch Frischbrot hier gerade. Der sieht aus wie Haftbefehl. Da machst du Brot auch, weil sonst will alles frisch machen. Ja, das sieht geil aus, ey. Ja, genau. Macht ihr alles selber, ne? Ja, alles selber wird gemacht. Spieße macht ihr auch selber? Ja, Spieße auch mal. Steckt ihr selber, ja? Ja, auch. Schwörst du? Ich schwöre dir Gott. Ja, bei Gott? Ich schwöre dir Gott. Okay. Wir machen das auch selber. Ja? Ja. Okay, gut. Was gibt's hier? Beispiel, alles wir machen selber. Ja. Und plus, wir machen das Baklava auch selber. Ja. Machst du eine richtige Döner? Ja. Und frische Brot, schau mal. Jetzt ja, da kommt das Brot raus, ne? Oh, stark, stark. Das ist noch warm, das Brot hier, Leute, gerade. Und ich sag dir, stark. Der Dürrenbäcker unter den Pizzabäckern. Ich bin Bäckermeister. Bäckermeister, ja. Schöne Bläschen. Oh, schön. Und ihr habt Putenspieß, habt ihr, ne? Pute-Kalb-Gemisch. Pute-Kalb-Gemisch und Gewürz, wir machen selber alles. Ja. Wie viel Prozent Pute, wie viel Kalb ungefähr? Das ist ungefähr, das machen wir 50-50. 50-50. Ja, genau. Und hier, jetzt seht ihr es endlich, Leute. Der schöne Selfmade-Spieß. Der brutzelt hier. Schön kross langsam. Leute, ihr könnt da 100 Jahre drauf hin. Hier das schöne Fleisch. Zitrone liegt in der Luft. Hier wird gerade Zitrone gepresst. Oh, das sieht nach einem geilen Produkt. Mach die auch selber, da hinten, ne? Ja, da gucke ich gleich nochmal drauf. Hier wird der zusammengerollt jetzt. Also da könnte man beinahe einen Settling-Spezialvergleich hier mit denen hier machen. Die machen nämlich auch Falafel, weil ich eben Falafel wäre es besser. Dann kann man nochmal den Chicken gegen euren Putenspieß testen. Oh, da könnte man vieles machen. Falafel, das ist noch selber. Also, ja, ne? Das ist 100% die Garantie. Alles selber gemacht, ja. Rein da, ne? Ja, genau. Aha. Hier alles selber. Alles selber. Weißt du, wer mich noch besonders beeindruckt? Der eine Kollege sieht aus wie Haftbefehl. Weißt du, welchen ich meine? Nein. Ja, ja. Hat dir schon mal gesagt, du siehst aus wie Haftbefehl. Kennst du Haftbefehl, den Rapper? Ja. Du siehst so aus wie sein Bruder. Vielleicht. Verwandt, ne? Hier, auch selbstgemachtes Oreo-Baklava. Schöne Tagesgerichte hier. Jetzt, mein Lieber, können wir Döner machen, wenn du willst. Ja, machst du mir? Ja, ich mach dir eine feste Döner. Okay, gerne. Ich esse eben draußen, dann komme ich wieder rein, ne? So, Leute, jetzt lecken wir hier mal einmal ganz in Ruhe noch mal schnell. Nicht wundern, dass mit Soße ist. Das ist ein Putendöner zu 50%. Pute und Chicken kannst du schwerlich ohne Soße bringen. Bring einfach zu wenig Eigencharakter rein. Aber hier ist auch noch Kalb drin. Aber so die sichere Variante. Tatsächlich muss ich sagen, was ich denke. Fleisch gibt einen geilen Charakter, ein geiles Feeling, aber eher in Richtung Standardcharakter, wie man schon oft gegessen hat. Aber on point, ne? Dafür on point. Brot fein, aber bisher gerade, jetzt erste Diagnose nur. Sendlings vorne, ein Stück vorne vom Brot. Soße, richtige und wichtige Wahl.
Super, super feines Ding. Ganz anderer Charakter. Hast du dieses Gemüsefeeling? Lebt vom Knack, von der Frische, vom Gemüse. Ganz, ganz anderes Feeling. Schönes Gurkenfeeling. Immer schöner Matching Point. Diese Joghurtsoße mit Gurke. Manchmal wird die Joghurtsoße schon von alleine mit Gurke verfeinert, also von vornherein. Hier ist es, glaube ich, erst durch den Döner. Schöner Moment. Abschlussfazit. Sehr starker Döner. Geile Kräuternote gerade. Italienische Gewürze, Zitrone. Geiles Fettfeeling vom Fleisch. Nochmal unten im Königsbiss. Wir snacken weiter. Dann geht's zum nächsten Döner. Lasst euch überraschen. Wir sind fast da. Das Verrückte soll sein. Auch ein Selfmade-Spieß. Qualitativ hochwertig. Den soll es geben. Ich muss selber jetzt gucken. Angeblich im Supermarkt, glaube ich. Im Supermarkt bei Verdi. Die haben hier gefühlt Imperium aufgebaut, ein Hotel. Hier Supermarkt. Irgendwas habe ich, glaube ich, noch von Verdi gesehen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das richtig verstanden habe. Sonst bin ich am Arsch. Vielleicht nebenan hier noch, das kann auch sein. Tatsache. Hier ist er, direkt um die Ecke. So, hier ist unser Döner. Oh, guck mal, da ist es schön. Guck mal an, der Prackspieß. Oh, schön mit dem Messer hier. Döner 8 Euro. Ganz basic, nicht viel Salatangebot. Bei diesen klassischen Dönern würde ich sagen, beinahe so üblich, dass man nicht zu viel hat. Fokus auf Fleisch. Guck mal hier, Leute, schön. Sieht schön aus. Was man wohl auch noch dazu nehmen kann, hier kleine Chilis geschnitten. Ich glaube, es wird über mich gelacht. Ja? Zu scharf? Ja, ja. Soll ich probieren? Ja, ja, ja. Ist sehr scharf? Oh, Feierabend, das ist scheiße, ey. Ich glaube, ich brauche einen Ayran. Ich mache jetzt den hier, Leute, damit keiner sieht. Hat das gut geschmeckt. Hier, der Meister am Messer. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem qualitativ hochwertigen Döner. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Der Mann, der hat Eier, der nimmt mit Pepperoni. Ganz viel. Man merkt eins, also die Jungs haben aber auch die Ruhe weg. Ne? Also das ist nicht zack, zack, zweimal ganz entspannt, ganz geschmeidig. Die Schlange wächst, wie man sieht. Aber es wird ganz geschmeidig gearbeitet. Eins wäre auch meine Diagnose, jetzt soll ich mache nicht, komme, was wolle. Unbedingt auf Krampf ohne Soße. Ne? Meine Ferndiagnose wäre auch bei diesem Döner, Soße tut dem gut, das Brot. Macht mir ein bisschen Angst ohne Soße. Ich werde die einfach gleich fragen, was die sagen. Die kennen sich ja aus, die essen den Döner selber. Und dann werde ich die fragen. Würdest du sagen, den Döner ohne Soßen, nur Tomaten, Zwiebeln oder mit Soßen lieber essen? Wenn du mir eine Sache empfehlen müsstest. Ich esse eigentlich gerne ohne Soßen, aber ich habe Angst, dass es zu trocken wird. Okay, ich habe keine richtige Antwort, aber ich glaube, ich nehme einmal mit Soßen, Leute. Sicherer, sicherer. So, das ist das wunderschöne Ding. Perfekt. Vielen Dank. Da ist der gute Kollege. Wir snacken. Das ist oldschool. Das ist geil. Absolut oldschool, das Brot, so ein bisschen Fladenbrotcharakter, aber man sieht doch deutlich unterschiedlich. Dicker, weicher Biss, kross außen, ein ganz weiter Teigbiss, aber nicht so, dass die Überhand übernimmt, sondern es ist noch schön im Gleichgewicht. Ich glaube, die hatten diese kleinen getrockneten Chilis drin, so kleine getrocknete, die wirken so ein bisschen vom Charakter wie getrocknete Tomaten. Haben auch so ein spezielles, gewisses, fruchtigen Charakter, nur dass halt die Schärfe mit dabei ist. Jetzt kommt erst die Soße. Ich hatte das Glück, ich konnte gerade beides. Fleisch, Brot, Salat ohne Soße, jetzt mit Soße. Super. Fleisch schön verhärtet, kross. Ein Traum, ein Traum. Ja, gesehen, Gewürz hat er noch drauf gemacht, Salz hat er noch drauf gemacht. Perfekte Kombi, perfekt abgestimmt. Weltklasse. Das Fleisch hat so schöne Ausschläge vom Salzgehalt. Zwischendrin geht immer der Salz halt einmal boom nach oben, boom nach oben. Geht aber wieder zurück, dass es nicht zu scharf wird oder so, sondern genau im Gleichgewicht. Sogar auch ein Chili hier mit drin. Und du merkst sie durch die Vermischung von der Schärfe nicht so ganz.
einzigartiger Döner, auch mit der Chili. Traut euch, nimmt die Chili da rein. Dieser Knack, dieser paprikaartige Charakter, beinahe eine grünliche Paprika rein. Will explodieren und dann springt die Tzatziki oder diese Joghurtsoße springt dazwischen. Dämpft nochmal ab. Diese Vermischung, Fleisch, Tzatziki, Pepperoni. Unglaublich einzigartigen Charakter. Ich bin komplett geflasht, das ist mein dritter Döner jetzt, innerhalb von anderthalb Stunden. Bei so einem Döner auch die richtige Wahl. Wenn du zwischendrin das Fleischfeeling haben willst, das reine Fleischfeeling, nicht das Brot ausstreichen. Denn hier der Fettgehalt vom Fleisch lang. Du brauchst die Saftigkeit nicht, aber diese mildernde Wirkung, diese geile Soße ist hier absolut richtig angebracht. Und dann punktuell, in der Mitte hast du es mal, dann hast du es mal nicht. Bring Wartezeit bei dem Döner mit. Die haben es nicht eilig, ich sag euch jetzt, aber geht zu diesem Döner. Ab zur Bewertung. Und jetzt meine Punktzahl für heute. Wenn ich ein Dreier-Ranking dieser Dreier-Döner aufführen müsste, die alle sehr, sehr stark waren, alle sehr empfehlenswert und überdurchschnittlich gut, ist Nummer 3 Django mit 8 von 10 Punkten. Sendlings kriegt von mir 8,9. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, leichte Defizite in Fleisch. Und ich denke, so wie gesagt, wäre ich ein bisschen später gekommen, dann ist die nächste Schicht vom Fleisch und wäre das ganz anders gewesen, hätte nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild gehabt. Und jetzt der Verdi, der kriegt von mir unglaubliche 9,1 Punkte. Das war seit langem der absolut krankeste Döner. Das Fleisch war ein Point. Es war genau das, was man sich unter einem Kalbspieß, wohlgemerkt ein Kalbspieß, wird Kalbfleisch gewesen sein, vorstellt. Ein Traum von einem Spieß. Brot, Mischung, Pepperoni, Soßen. Mir fehlen dazu die Worte. Es war einfach perfekt. Und das nach den ganzen Dönern. Und jetzt, Kuss geht raus an alle. Daumen oben knallen lassen, Kommentar da lassen und Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.